Hannah Rothschild, die Launenhaftigkeit der Liebe. Man nehme ein über die Jahrhunderte verschwundenes Gemälde von unschätzbarem Wert. Eine liebeskranke Köchin, geltungssüchtige Galeristen, dann würze man das Ganze mit reichlich schmierigen Oligarchen, exzentrischen Künstlern und selbstverliebten Protagonisten, füge noch eine winzig kleine Prise Klatsch und Tratsch aus der Kunstwelt dazu und schmecke dann ab mit viel Romantik und Herzschmerz. Heraus kommt eine perfekte Mischung für einen wunderbaren Nachmittag im Bett oder für einen gemütlichen Hüttenabend beim Après-Ski. Eine großartige Mischung aus einem Kunstkrimi, einem Schmöker und einem totalen Liebesroman. Hannah Rothschild, die Launenhaftigkeit der Liebe.